Hier sind die EMS-TV News. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten am Mittwoch. Wie gewohnt starten wir mit den Corona-Fallzahlen aus der Region. Seit gestern meldet das Gesundheitsamt 11 weitere Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Emsland. Im selben Zeitraum konnten sich 5 Personen von der Infektion erholen. Als aktuell infiziert gelten 82 Menschen. Momentan befinden sich 278 Personen in häuslicher Quarantäne. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt heute bei 14,4. Hier haben wir die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr für Sie kompakt zusammengefasst. Heute Morgen kam es auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus Bad Bentheim wurde dabei tödlich verletzt. Ein 31-Jähriger war mit seinem Opel Combo gegen 6 Uhr auf der Birkenstraße unterwegs. Als er die Lingener Straße in Richtung Melleschweg überquerte, übersah er einen 18-jährigen Motorradfahrer, der auf der Lingener Straße in Richtung Lohne unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 18-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Heute Vormittag kam es auf der A30 bei Ibbenbüren zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW-Fahrer befuhr die Autobahn in Richtung Hannover. Zwischen den Abfahrten Ibbenbüren West und Ibbenbüren kam der LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Seite. Es handelt sich um einen 51-jährigen LKW-Fahrer aus dem Landkreis Emsland. Der ist mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Ibbenbüren eingeliefert worden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte sich mit Hilfe der Feuerwehr selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Derzeit geht die Polizei von einem Sekundenschlaf aus. In der Nacht zu Sonntag wurde in Meppen ein Taxifahrer ausgeraubt. Der 43-Jährige war gegen 2.10 Uhr auf der Dorfstraße im Ortsteil Schwefingen unterwegs. In einer Parkbucht vermutete er eine Panne an einem abgestellten dunklen Kombi, in dessen Nähe sich eine Frau mit blonden Haaren aufhielt. Um seine Hilfe anzubieten, hielt der Mann sein Taxi an und stieg aus. Daraufhin bekam er von einem bislang unbekannten Täter einen Schlag auf den Kopf, sodass er das Bewusstsein verlor. Anschließend entwendete der Täter Bargeld aus dem Taxi. Kurze Zeit später fanden mehrere Zeugen den bewusstlosen Mann und alarmierten die Polizei. Die Frau sowie der Kombi waren nicht mehr vor Ort. Zeugen des Vorfalles sowie insbesondere 2 Fahrgäste, die der Taxifahrer zuvor zum Moosweg transportierte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen zu melden. Alles, was noch wichtig für die Region ist, jetzt im Überblick. Das Tierschutzbüro hat Strafanzeige gegen einen Schweinemester im Landkreis Osnabrück erstattet. Unter anderem wurde auch Anzeige wegen Subventionsbetruges erhoben. Die Grünen fordern daher aufgrund der Missstände den Rücktritt des Betreibers, der zugleich der stellvertretende Bürgermeister in Merzen ist. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Grund ist die Nichteinhaltung von Gesetzen und Standards der EU, die den Tierschutz, die Pflanzengesundheit und die Lebensmittelsicherheit regeln. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt insbesondere aufgrund des Verstoßes gegen den spezifischen Schutz von Schweinen. Die Zuschüsse werden im Paragraphen 264 Strafgesetzbuch geregelt. Der sieht vor, die Gelder zu kürzen oder einzustellen. Kann der Halter das Wohl von Tieren nicht aufrechterhalten, weil er nicht dazu in der Lage ist, stellt dies eine Strafbarkeit dar. Die Grünen fordern daher auch, die Agrarzuschüsse zu streichen. Seit Geschäfte und Gastronomiebetriebe wieder geöffnet sind, kommen mehr Menschen zum Einkaufen nach Lingen. Aktuell ist die Zahl der Passantinnen und Passanten in der Innenstadt sogar höher als im Jahr 2019. Laut dem Geschäftsführer des LWT, Jan Kormann, spielen dabei auch kulturelle Events eine entscheidende Rolle. Also uns ist natürlich extrem daran gelegen, dass wir eben diese Frequenz auch in die Innenstadt bringen, und dafür haben wir uns halt eben zahlreiche Konzepte überlegt und Veranstaltungsreihen organisiert, natürlich nicht nur wir alleine, sondern auch immer in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt, der Arena oder auch dem Schlachthof und so weiter und so fort. Also alle Akteure hier unter einem Dach vereint. Das macht super viel Spaß. Wir haben zwischen Juni und September tatsächlich über 100 Veranstaltungstage hier im innerstädtischen Bereich. Und das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Veranstaltungsdichte, was sich aber auch wieder dann in den Zahlen der Passantenfrequenzen
widerspiegelt. Die vielen Menschen in der Stadt sorgen für hohe Umsätze. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Händler im Lokentor. Wir haben im Juni und im Juli tatsächlich einen Umsatzzuwachs von 25% zum Vorjahr erzielen können und im Juli auch die Umsatzzahlen von 2019 leicht überschreiten können, was für uns ein sehr, sehr positives Signal ist. Was uns letztlich auch sagt, dass unsere Besucher, die Menschen einfach wieder zurückkommen wollen. Es gibt den Bedarf nach sozialer Interaktion, sich zu treffen, gemeinsam was zu trinken, ein bisschen shoppen zu gehen und eben auch was einzukaufen. In dem Lingener Einkaufszentrum sind auch 1,5 Jahre nach Beginn der Pandemie nahezu alle Verkaufsflächen besetzt. In der Innenstadt gibt es ebenfalls wenige Freiflächen. Und das waren die EmsTV-News am Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.